Okay. Aus irgendeinem Grund will ich da nicht durch. Aber ich habe keine andere Wahl. Augen zu und durch. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Oha! Ich wusste, dass irgendwas passieren würde. Ist immer da, wenn ich nicht damit rechne, ne? Monokel? Feinde. Use the monocle. Hier ist es. Hier ist der Anfang. Hä? Hä? Was ist denn da? Moment mal. Kann ich diese Wand abreißen? Ja. Ich kann sie verschieben. Abreißen. Tschüss. Ich geh da mal wieder. Ich will nicht dieses Spiel spielen. Es ist doch Jigsaw. So ein Pseudo-Jigsaw, der ein Spiel mit mir spielen will. Ich warne dich, mein Freund, wenn du irgendwelche Faxen machst, ich reiß dich auseinander. Du bist sowieso nur eine Puppe. Was willst du mir schon anhaben? Er schaut mich an. Was willst du? Was sind deine Absichten? Was willst du von mir? Oh, ich sehe es, in dir steckt viel Böses, das Gold in dir. Verrät es mir. What do you want from me? What is your problem? Hm? Kann ich irgendwie... Ich kann mit der Maus nichts machen. Okay, dann mache ich wieder mit dem Gamepad was. Achso. Peter, hilf uns. Who are you? Let me out of here. Yeah. Ich bin dein Vater. Ich kann dir raushelfen, wenn du willst. I don't remember that I had a father. I don't believe you. Ich bin dein Vater. Luke, ich bin dein Vater. Ich soll jetzt an einer Puppe glauben. Peter, du bist unserwegen hier. Du musst den Bann brechen, der uns seit 5 Jahren verzehrt. Vor 12 Jahren haben wir dich auf Kosten unserer Leben gerettet, aber wir sind hier für alle Ewigkeit gefangen. Wir können nicht hier raus. Nur du kannst uns befreien. Und das soll ich dir glauben. Where are you? Ja. Meine Seele ist in dieser Puppe gefangen. Alle Teile der Puppe müssen gefunden werden, um den Bann zu brechen. How can I find them? Ja. Die Karte. Ouija-Brett.
Ouija-Brett. Ein Geist hat mit mir über das Ouija-Brett Kontakt aufgenommen und behauptet, mein Vater zu sein. Ich verstehe das nicht. Ich erinnere mich überhaupt nicht an meinen Vater oder meine restliche Familie. Habe ich wirklich hier gelebt und wurde von ihnen vor dem Fluch bewahrt? Kann ich ihnen vertrauen? Ich habe ohnehin keine andere Wahl. Ich muss ihnen wohl helfen. Wir müssen ja auch irgendwie hier von hier raus, ne? Ich sag's dir, wenn du irgendwelche Faxen machst. Es ist Jigsaw. Das ist Jigsaw. Das erste Puppenteil. Die Karte hat sich verändert. Ich sollte durch das Monokel schauen, um einen Anhaltspunkt für das Puppenteil zu bekommen. Ist unten. Das muss unten sein. Ja. Das ist doch der Ausgang. Ich kann hier nicht durch. Wäre auch zu einfach gewesen. Bein. Ja? Das ist ja wieder Freddy. Ich lese erstmal ein bisschen, um mich zu beruhigen. Oh Mann. 9. September 1900. Die neuen Medikamente sind schuld daran, dass ich mir die Nächte um die Ohren schlage. Ich schlafe tagsüber und habe nur nachts genug Kraft, um aus dem Bett zu kommen. Letzte Nacht habe ich leise, hölzern klingende Schritte und ein Kichern gehört. Fröhliches Gelächter hat dieses Haus vor langer Zeit verlassen. Ich dachte, dass es die Kinder gewesen sein mussten und schaute nach ihnen. Aber sie schliefen tief und fest in ihrem Zimmer. Im Korridor des ersten Stockwerks bin ich auf Tamsin getroffen. Sie schaute mich an, als hätte sie einen Geist gesehen und zerrte mich in den nächsten Raum. Dann hat sie mir meine Medikamente gegeben und sagte, sie dürfen das Zimmer nicht verlassen. Vor Wut habe ich diese verdammten Medikamente aus ihren Händen geschlagen. Warum zum Teufel soll ich den ganzen Tag in meinem Zimmer verbringen? Darf ich meine Kinder etwa nicht sehen? Ich kann kaum mit ihnen reden. Sie brauchen ihre Mutter, nicht dieses Kindermädchen Tamsin. Was hat sie überhaupt so spät noch gemacht? Ihre Anwesenheit beunruhigt mich. This woman must be my mother. But I don't remember anything from my childhood. Ach, bitte, now, please. Da fehlt ein Teil, oder? Da fehlt ein Teil. Wir haben da einen Teil gesehen. Gold. Ich sehe Gold. Ich sehe nur Gold. Ich muss noch mal zurück. Ich komme jetzt rein. Okay. Ich weiß, wo das hinführt. Zumindest ich ahne es. Wissen tue ich es nicht. Kann ich weiter nach unten? Ich glaube nicht. Nö.
Soll er sich doch sein verdammtes Bein selber holen. Ich will mit diesem Jigsaw-Verschnitt nichts zu tun haben. Ich muss dieses Dingsbums lösen, ne? Aber mir fehlt ein Teil dafür. Es muss ja einen Grund haben, weswegen das Mädchen hier erschienen ist. Das heißt, wir müssen hier richtig sein. I don't freaking know. Gehen wir mal hier lang. Hä? Oben ist auch was. Warte, war da was? Nee, habe ich mir eingebildet. Hier ist absolut gar nichts. Nope. So, das sah so aus, als hätte ich da durchgreifen können. Dann gehe ich erstmal nach oben. Habe ich gerade irgendwie einen Käfer zertreten? Hat sich irgendwie ein bisschen angehört, so ein bisschen. Pff. So, weil wir gerade hier sind. Ja, auf jeden Fall fehlt ein Stück. So. Ganz links, ganz rechts Karo und in der Mitte jeweils ein Quadrat. So kann man sich das merken. Ist hier was? Nein, noch nicht. Ich glaube, ich muss weiter oben, oder? Oben ist auch ein Bein? Okay. Ich glaube, die Tür könnten wir nicht öffnen hier. Oh Mann, warum vergesse ich das immer? Warum? Also müsste ich weiter nach oben gehen. Ich glaube schon. Ja. Wusste gar nicht, dass ich. Ah, ich kann ja weiter nach oben, ja. Ich weiß nicht. Ein Zahlenschloss mit römischen Zahlen. Ja, Code haben wir noch nicht. Oh, ganz. Ich sehe keine Beine. Was haben wir denn für eine Frisur? Ah. Immerhin.
gehe jetzt da lang. Wo sind denn die Beine? Hat jemand ins Klo reingetan? Ich sehe keine Beine. Aber weiter nach oben kann ich auch nicht. Creepy. Dann müsste es direkt darunter sein. Oder das Spiel ist verbuggt. Nichtsdestotrotz, vielleicht finde ich andere wichtige Gegenstände hier, die ich gebrauchen kann. Also will ich jetzt nicht ganz wieder komplett nach oben, unten gehen. Weil es ja sein kann, dass ich trotzdem andere Sachen finde, die dann doch irgendwie wichtig sind. Hier war ich, glaube ich, noch nicht, ne? Oder doch? Ah doch, ich war hier. Aber ich war nicht da, genau, ich war nicht auf der Seite. Vielleicht kann ich noch nicht rein. In keinen dieser Türen. Die ist überhaupt gar keine Option. Aber hier kann ich rein. Okay. So, hier ist einfach mal gar nichts. Einfach mal gar nichts von Belang. Aber schöne verschlossene Türen. Ach, also, ja. Oh. Aus welchem Grund können wir hier rein? Also das Monokel zeigt uns nichts. Unsere nächste Mission, also beziehungsweise unsere aktuelle Mission ist ja, die einzelnen Körperteile zu finden, die wir noch nicht finden können. Aus welchem Grund auch immer. Aber man muss ja auch ein bisschen positiv bleiben. Dann kann ich mich nicht, oder? Oh, ich kann mich verstecken. This is not good. Die dunkle Seite. Ja, diesen Raum habe ich nicht gesehen. Hat schon einen Grund, weswegen wir hier sind, ne? Da ist der Typ, der hat kein Gesicht. Und das fehlende Teil. Es geht wieder los. Oh, sie kommt hier rein. Ist es vorbei? Achso.
Geht schleunigst wieder nach unten. Ja. Die werden wir nicht so leicht los. Aber ich habe schon gewusst, das wird halt so skriptmäßig ablaufen, dass wir eben, bin ich überhaupt richtig? Ich glaube schon, oder? Nein, bin ich nicht. Ist die komplett falsche Seite, deswegen. Dass sie als skriptmäßig sozusagen erscheint. Also die läuft jetzt nicht wirklich, also hier durch das Haus herum. Sondern, sie erscheint immer dann, wenn irgendein bestimmtes Ereignis eintritt. Wie zum Beispiel das, was wir gerade gesehen haben. Und aus diesem Grund weiß man Bescheid. In dem Fall weiß ich Bescheid. Und deswegen kann man sich auch da gut, ja, dran orientieren, ne? Ganz unten. Wobei, ich müsste noch. War das hier? Ja, das war hier. Ich möchte mir das merken. Das schaut nach unten, das schaut oben links, oben rechts, unten. Oben, oben links, oben rechts, unten. Oben, oben links, oben rechts, unten. Hoffentlich kann ich mir das merken. Kopflos. Ach, das kann man nehmen. Ach, das kann man nehmen. Ja, schau dir mal an. Ein Schrank ist hier nicht, ne? Gespeichert wird hier aber wahrscheinlich auch nicht. So. So, ist das richtig so? Ich glaube schon, ja. Au, meine Ohren. Merken. Merken. Da war doch... Da war gerade ein Kind. Da war gerade ein kleiner Junge. What do you want from me? Diese Frage können wir erstmal noch nicht beantworten. Was wir aber machen können, ist schon mal das Bein zurückbringen. Zwei Teile fehlen. Die Karte hat sich wieder verändert. Ich muss das zweite Teil finden. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen, wo sich das befindet. Oder ist es das, was wir vorhin gesehen haben? Aber wie können wir da hoch? Das ist halt die Frage.
war gerade ein bisschen komisch. Wegen dem Blitz.